Das Areal, das Bunkerhaus, wie immer. Ich meine, zum Schauen ist es heute ein bisschen leichter, da das Feuerwerk hier hoch im Himmel zu sehen ist und die Feuerbilder. Also da ist es nicht gar so schlimm. Aber wenn Sie jetzt wirklich die ganz tollen Plätze haben, dann jetzt auf dem Weg nach hier, zum Isolierten Klangwolke in den Salonwagen. Das ist der beste. Wir waren sehr verzahnt mit Theresa Bolzer, dem Komponisten, und dem Peter Berg, dem Regisseur. Jetzt in mehreren Wochen entstanden, wo wir sehr intensiv miteinander gearbeitet haben. Es soll eigentlich ein Zwischenspiel sein, ein Miteinander. Und ich glaube, das ist uns recht gut gelungen. Was haben Sie jetzt? Die Behörde hat uns darum ersucht, dass wir einige hundert Meter stromaufwärts zur nächsten Anlegestelle wechseln, wo sie die visualisierte Klangwolke genauso wird. Auch kurz vor Beginn noch von mir einige Informationen bekommen, was Sie heute Abend alles erwartet. Wenn Sie die Zeit bis zum Beginn verkürzen wollen, dann können Sie das im Bordrestaurant machen. Wir haben noch ungefähr 35 Minuten, bis die visualisierte Klangwolke ist. Wenn Sie mir das vorstellen, anders, dann lerne ich davon und dann habe ich eine andere Vision als die ich mir einbildet habe. Und das ist auch klasse. Wie viele Freunde und Bekannte von Ihnen sind denn auch hier? Hubert Lettner zum Beispiel schon gesehen, den Regisseur der Klangwolke vom letzten Jahr. Sind aber drunter, wo Sie sagen, ja, das freut mich, dass die das auch mit die Feuerfarbstifte hier den Linzer Himmel erhellen werden. Es sind genau noch 33 Minuten und 37 Sekunden, dann geht's los mit Feuer. Ist nur noch ganz wenig zu sehen und die Menschen vertreiben sich auch hier die Zeit, bis die Klangwolke beginnt, ganz unterschiedlich. Die einen haben die Kinder auf dem Schoß oder wie der Herr da vorne auf dem Rücken. Da wird noch ein bisschen Cowboy und Indianer gespielt, glaube ich. Dann teilweise werden hier schon die ersten Fotos gemacht oder zumindest die Kameras eingerichtet und dann später bei der Dunkelheit auch die entsprechenden. In den Archiven bleiben. Sieh dich um. Lapis exilis. In der imaginären Zeit ist ein. Kinder, das sind Kinder. Warum zeigen wir uns nicht? Ja, Kinder, sie waren. Sie glauben alles, sie glauben an alles. Sie glauben an sich und finden Götter und Gesetze. Wissen nicht, dass alles ist. Doch wiegt mein Ruhm den Verlust auf. Denn noch immer hallt die Küste von meinem kühnen Angriff wieder. Ein Meer trägt meinen Namen. Ikaro. Diesem Stern. Bald. Ich erkenne nicht genug. Die Hilfe reicht nicht. Es ist der blaue Planet hier. Wir brauchen ihn. Ich mag ihn. Aus dem heiligen Garten wird sich befreit im Lüfter schwingen. Sende, o Herr, einen Regen von der Wolke deiner lenkenden Gnade. Steh auf und übertreffe. Öffne die Lippen, dass die Stimme preisend wir erheben. Glaub nicht, Drangsal des Alles, der Zeit vermöchten, dass ich vom Platz an deine Schwelle mich erhebe. Und kommt der Tag, an dem ich sterben muss, gewähr mir für eines Atems Dauer deinen Anblick. Saldina, persisches Liebesgedicht.
während wir in dem wunderbaren Feuerwerk zuschauen, das sich über dem Donaupark ergießt. Feuer entzündet werden worden, und zwar mit so einer Macht, dass es richtig einen Zucker im Donaupark gegeben hat. Menschen haben sich richtig geschreckt, der Knall war laut und es haben drüben dann auf Feuer zu brennen begonnen. Im Moment war man sich unsicher gehört, dass es so ist, dass Brennen, die im Rauch der Feuerwerkskörper nicht verschwindet, aber so durchblitzt, während die Rauchschwaden vor ihr hinwegziehen. Applaus im Donaupark. Das war wirklich. Ich weiß, wenn man jetzt nicht hier ist, könnte man sich fragen, eine Stunde Feuerwerk, wird das nicht doch ein bisschen langweilig? Nein, es wird nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Es ist dermaßen abwechslungsreich, wie hier Feuerwerkskörper gezündet werden. Übrigens, 4000 Zündungen erleben wir hier in dieser knappen Stunde über dem Linzer Donaupark. Existiert nicht unabhängig von uns da draußen. Wir sind an der Hervorbringung dessen, was zu geschehen scheint, beteiligt. Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Das stolze Licht. Feuerwerkskörper schießen in die Luft und fallen dann vielleicht noch ein bisschen langsamer zu Boden. Das, was hier geboten, ganz langsam schrauben sie sich ganz hoch in die Luft, verlieren dabei nichts von ihrem Feuer, von ihrer Leuchtkraft und fallen dann zu Boden bzw. verglühen dann auch im Kreis. Und den ich oft vergesse. Es ist ein of the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. In die Luft geschlagen. Thank you.
für den Feuerungskörper werden in einer unglaublichen Menge und unglaublichen Kraft zusetzt. Ganz hell ist es jetzt über den Boden. Wir werden euch immer um das Menschliche beneiden. Ja, so haben die Außerirdischen zu uns gesprochen. Und damit... wirklich, dass Theresa Wojciech und Christian Tschech, der Kumpel der visualisierten Klangwolke heuer, der Pyrotechniker Christian Tschech hat gemeinsam mit Regisseur Peter Percht und dem Musiker Theresa Wojciech ein Gedankenspiel entworfen. Klangwolke, 120.000 Menschen waren da, das ist auch wieder ein Rekord. Der liebe Gott hat natürlich auch ein bisschen was dazu, denn das schöne Wetter und das Feuerwerk, diese beiden sind kaum zu überbieten. War sozusagen perfekt, vielen Dank Hannes Leopold Zeder. Und jetzt sehe ich gerade der Vizebürgermeister Klaus Luger. Also wir hatten bis jetzt nur positive Stimmen und ich habe zuerst den Bürgermeister gefragt, vielleicht doch eine negative Stimme. Er meint, er ist der Falsche. Sie der Richtige dafür? Wenn Sie eine negative Stimme haben wollen, sind Sie bei mir absolut an der falschen Adresse. Ich bin selbst wie die 120.000 Menschen, die heute hier gewesen sind, sehr beeindruckt von dieser Klangwolke. Erinnerungen an die Jugend, nachdenklich, wie wir mit unserer Welt umgehen. Ich glaube, ich habe da was gefunden, das jetzt wunderbar passt. Und wohin die Füße gehen, sag warum der Regen meint, wo ist das Ende dieser Welt? Was soll hier
vor tausend Jahren. Warum können weder Farben sind heute schneller als der Wind? So viele Fragen an ein Kind. Ach Kind, komm, lass die Frage ein. Für sowas bist du noch zu klein. Das ist zu hell. Das ist witzig, wissen wir mal. Das ist zu hell. Wie die Kinder. Das ist zu hell. Ein Augenblick. Ein Stundenschlag. Tausend Jahre. Der Hunger auf die Welt. Warum kommt jemand in Verdacht? Nur weil er sich Gedanken macht, ist man so. Das bringt die Zeit. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Jahre sind ein Jahr. Die Serie hieß Es war einmal der Mensch. So Kleinigkeiten gibt es immer, wo man sagt, naja, das war jetzt hundertprozentig, aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden. Es war so, wie ich es wollte, es war poetisch, es war nicht nur eine Aufgeballerei, sondern wir haben versucht, die Farben gut zu sortieren und immer noch eine Struktur zu schaffen. Und das hat es gut gelungen. Vor allem, was man nicht vielleicht erwartet hat, was man auch oft gehört hat, dieses anmutige, langsame, diese Qualen. Also da werden sich viele fragen, das ist ja wie beim Gott. Bei heftigen Monsunregenfällen sind in Pakistan mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sind von den Überschwemmungen im Süden des Landes mehr als 2 Millionen Menschen betroffen.